Habe die Ehre. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zurück bei Double Jump. Du merkst es wahrscheinlich schon an der Hintergrundmusik, wenn du es nicht schon am Titel der heutigen Sendung gemerkt hast, das ist keine richtige News-Episode, sondern heute muss ich mit dir einfach mal frei über das reden, was mir schon seit einer Weile mit Double Jump auf dem Herzen liegt, nämlich ganz ehrlich. Und das ist jetzt etwas, was mir echt schwer am Herzen liegt, weil ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren wird, aber ich bin von Double Jump kreativ ausgebrannt. Nicht spezifisch von Double Jump, weil ich liebe Games, ich bin so interessiert in Gaming News, aber ich bin am werktäglichen Format ausgebrannt, weil etwas, was mir seit dem Start von Double Jump so richtig aufgefallen ist, ist, dass nicht jeden Tag wirklich was super Relevantes, super Interessantes zum Erzählen passiert. Aber wenn man sich dem werktäglichen Format verschreibt, dann muss man das ja finden, was an dem einen Tag doch wirklich am interessantesten war. Auch wenn es eigentlich ein Nonsens ist. Zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen die Episode zum EA-Finanzbericht. Eigentlich war da nicht wirklich was so Relevantes, dass ich es unbedingt erzählen hätte müssen, aber das war die interessanteste News, was in dem einen Tag passiert ist. Von dem her musste ich es wohl oder übel hernehmen. Und das ist ein Muster auf kreativer Ebene, welches sich schon seit längerer Zeit so durchgezogen hat. Und ganz ehrlich, auf kreativer Ebene, ich kann einfach nicht mehr, weil Double Jump in dieser Form, neben dem, dass ich einfach über irgendwas reden muss, ist auch, um ehrlich zu sein, zu Fließbandarbeit geworden, weil es ist so routiniert, es ist immer dasselbe und deshalb brauche ich eigentlich eh nicht mehr viel Zeit dafür. Vielleicht kommt eine Episode am Tag auf mit allem drum und dran, begonnen bei der Recherche hin zum fertigen Upload mit Podcast-Cover, Shownotes, Episodenbeschreibung und alles drum und dran. Vielleicht mal auf gerade mal 90 Minuten, wenn es doch mal was Längeres wird, dann 2 Stunden. Im Endeffekt eigentlich nichts vom Arbeitsaufwand her. 90 Minuten, 2 Stunden, wenn man kreativ begeistert ist, so wie ich, dann findet man das gleich mal. Aber da ich schon kreativ sowas von ausgebrannt bin, habe ich mich die letzten 2 Wochen immer mehr dabei erwischt, wie ich immer mehr prokrastiniere und dann die Zeit mehr prokrastiniere, als dass ich eigentlich an der Episode verbringe. Und das soll einfach nicht sein. Wenn man schon so weit ist, dass man einfach unterbewusst viel zu viel Zeit verschwendet, das zu vermeiden, was man machen wollen würde, dann läuft was gewaltigst falsch. Dann muss was wirklich krass geändert werden. Ein großes Beispiel ist jetzt zum Beispiel die letzte Woche. Die letzte Woche, vom Arbeitsaufwand her, wäre jede Episode easy gewesen und auch vom Dayjob her war nicht gerade so viel los, dass Verzögerungen kommen hätten müssen, aber es hat sich alles in mir so widerstrebt, ich habe so viel prokrastiniert, dass ich dann am Samstag in einem Zug alle Episoden von Dienstag bis Samstag nachgeholt habe, also alles noch fertig geschrieben habe, fertig aufgenommen, bearbeitet und uploadet habe. Und das hätte ich so nicht machen müssen, wenn ich nicht prokrastiniert hätte. Und ja, wie schon gesagt, dabei liebe ich weiter Games, ich liebe Podcasting, ich liebe es, mich mit dir über das Mikrofon auszutauschen und ich merke das auch ja bei einem ganz neuen Podcast-Projekt, was nichts mit Games und nichts mit Double Jump zu tun hat, welches derzeit im Hintergrund langsam aber beständig sich immer mehr entwickelt, was für eine riesige Freude ich dabei habe, obwohl dieses Projekt viel aufwendiger ist als Double Jump es jemals war, aber dieses Projekt, das fordert mich kreativ auf neuen Ebenen, neuen Arten und Weisen heraus, die mich Double Jump nie herausgefordert hat. Und das ist es, was das neue Projekt für mich so aufregend macht. Jetzt wirst du sicher denken, oh mein Gott, wird Daniel jetzt mit Double Jump aufhören? Aber nein, keine Sorge. Ich werde mit Double Jump auf keinen Fall aufhören. Double Jump, das ist mein Baby. Hey, Double Jump ist auch der Namensträger für mein Nebengewerbe im Podcasting Double Jump Creative. Von dem her auf keinen Fall. Wie schon gesagt, dafür liebe ich Games und Podcasting viel zu sehr. Solange ich podcaste, werde ich immer einen Games-Podcast betreiben. Und deshalb kündige ich jetzt mit Episode 191 an, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte schon lieber gewartet auf Episode 200, bevor ich das ankündige, aber
Es geht einfach nicht mehr anders, deshalb muss ich es jetzt schon 9 Episoden vorher machen. Und zwar, ich werfe das Konzept von Double Jump komplett um. Double Jump wird zu einer komplett neuen Gaming-News-Show umgebaut. Weil, erinnern wir uns mal an die Intro-Episode vom 14. September 2019 zurück, weil damals habe ich dir schon erzählt, dass ein treibender Motivator für mich war, Double Jump als werktägliche Gaming-News-Show zu machen, dass ich dadurch irrsinnig schnell Skills entwickle. Skills jetzt als Sprecher, als Audio-Editor, mit Soundeffekten, alles mögliche, was mit Podcasting zu tun hat, das Content-Marketing, Social-Media-Marketing und. Und ich muss sagen, in den letzten 8 Monaten haben sich meine Skills wirklich so rapide entwickelt, dass ich da jetzt bei dem, was ich durch Double Jump gelernt habe, wirklich super zufrieden bin. Zum Beispiel genauso als Skriptschreiber, weil bei Double Jump die News-Episoden Montag bis Freitag seit Januar war alles geskriptet. Von dem her, ja, ich sehe es jetzt an der Zeit, dass ein neues Format hergehört. Und ein neues Format, das verlangt auch wieder neue Skillentwicklungen oder andere Skillentwicklungen oder die Umformung der jetzigen Skills in ganz neue Richtungen. Jetzt fragst du dich sicher, was ist denn eigentlich das neue Format? Und zwar, das neue Format, das wird eine rein wöchentliche News-Show, aber mit einem Fokus auf Meinungen. Auf meine Meinung und auf die Meinung von Gästen. Nein, das wird jetzt nicht so eine Gesprächsrundenshow on the fly wie Double Jump Weekly es war. Das neue Format wird dann immer entweder ich alleine sein oder mit einem Gast, wenn ich die Chance dazu habe. Und ich und der Gast, wir gehen da Step by Step die aktuellen News durch, die wirklich relevant für uns und für dich sind und geben da unsere Meinungen kund. Heißt ja, die Show wird wirklich primär den Fokus haben darauf, auf was ich denke und was mein Gast denkt. Der genaue Release-Tag von Double Jump in diesem neuen Format, der ist noch nicht sicher, aber es wird definitiv einmal wöchentlich sein. Derzeit neige ich deswegen am stärksten zum Montag, damit du einen wöchentlichen Rückblick hast, auf was die Woche davor passiert ist, aber schauen wir mal, welcher Tag es genau wird. Und ich freue mich auch wirklich darauf, dass wenn ich die News nur noch auf einmal wöchentlich reduziere, dass ich dann noch mehr Zeit habe für Formate in Double Jump, die ich schon seit sicher 8 Monaten nicht mehr angegangen bin. Weil wenn wir nochmal in September zurückspringen, im September hatte ich eine First Impressions Episode zu The Legend of Zelda Link's Awakening an einem Wochenende veröffentlicht und das ist etwas, was ich seit damals immer wieder machen wollte, aber ich hatte keine Ahnung wann, wo, wie ich die Zeit dafür unterbringen soll, dass ich das wieder mal veröffentlichen kann. Von dem her werden dann definitiv auch wieder mehr Review, First Impression und so weiter und so fort Episoden kommen. Da kannst du sicher sein, ich werde auch definitiv eine Episode darüber machen, wie ich in Animal Crossing das Double Jump Creative Podcast Studio aufbaue. Aber ja, du kannst dich auf das neue Format definitiv freuen. Ich spreche schon mit den ersten Gästen, die ich im neuen Format regelmäßig am Wochenenden als Gast haben will und die sind auch sehr begeistert von dem neuen Format, weil so gibt's das für Gaming News Podcasts derzeit einfach nicht. Da bin ich wieder was ganz Neues, ganz Uniques und es wird aufregend. Und damit, mit dieser Ankündigung, dass es ein neues Format von Double Jump geben wird und keine werktäglichen News-Episoden mehr, verlasse ich dich jetzt für diese Woche und ich freue mich echt, dir dann nächste Woche mit wahrscheinlich schon meinem ersten Gast im neuen Format die wichtigsten News dieser kommenden Woche zu präsentieren. Und ja, wenn ich jetzt nochmal über meine Notizen drüber schaue, ob ich irgendwas vergessen habe, das ich dir erzählen sollte, ne, schaut gut aus. Ich habe alles untergebracht, was mir am Herzen gelegen ist bezüglich dem Formatumschwung. Und von dem her wünsche ich dir eine super Woche. Mein Name ist Daniel Mulitz und wir hören uns nächste Woche bei Double Jump, deinem Gaming News Podcast. Habe die Ehre!